Computer. Ja, hallo, das sind wieder mal die Jutta und die Gabi bei unserem Kaffeegespräch. Und wir haben uns heute mal so überlegt, was könnte man denn machen? Und wo, ich weiß nicht, ja, Kaffee, wo, ich weiß nicht, sind wir dahin gekommen, was ist, wenn wir unseren Tag so vollpacken und meinen, wir schaffen alles und irgendwie geht es sich dann doch nicht aus. Ja. Genau. Und Ja. wenn wir uns dann selber noch dafür in die Pfanne hauen, dass wir nicht alles geschafft haben. Ja. Das kommt auch noch dazu, gell? Wenn wir so ellenlange To-Do-Listen haben und vielleicht nachher nur drei davon schaffen, wo es hochherkommt, je nachdem, was es ist und was man da einfach dagegen da kann. Gell? Ja, weil ich glaube, manchmal unterschätzt man das einfach, wenn man so auf eine Liste so ein ganz was hinschreibt, was sich so selten so einfach anhört. Und dann fängst du an, das zu machen und dann plötzlich, ja, geht es nicht so schnell, geht gar nicht so, wie man es erwartet hat und bläst sich eigentlich oft zu so einem Monster, wo du dann tatsächlich den ganzen Tag mit einem Projekt beschäftigt bist und gedacht hast, ich könnte es ja in 1,5 Stunden schaffen, ja. Ja, oder mir geht es auch oft einmal so, wenn du so Termine eintragst, gell, dann denke ich mir, ach ja, das bringe ich schon noch ein und da auch noch und dort auch noch. Und wenn auch an der Tag naht, dann ist es dann nicht mehr so einfach, gell. Dann denke ich mir, wow, was habe ich denn gehabt? Warum trage ich mir so viel ein? Weil es ist ja auch Vorbereitung dabei und Nachbereitung dabei. Es ist ja nicht immer das, dass du nur zu deinem Termin erscheinst und sagst, ja, jetzt bin ich da und jetzt macht man den. Stimmt, ja, manchmal darf man was vorbereiten. Ja, und da denkst du, ui, ui, der Tag braucht halt ein paar Stunden länger oder mehr an ja, freier Zeit. Ja, das kann Ja. man doch nicht. Ja, vor allem, man hat ja auch vielleicht irgendwas gesagt, was man zugesichert hat. Ich schicke dir das, ich mache dir das. Genau. Und das kommt ja dann noch dazu, ja. Und es macht ja immer eigentlich Sinn, das relativ zeitnah zu tun, damit man auch noch Ja. im Thema drin ist, ja. Weil sonst brauchst also mir geht es so, dann brauche ich wieder viel länger, bis ich mich da reindenke, ja. Und ja, einfach zu lernen, sich das einzuplanen, ja. Und Ja. wenn das halt nicht so ist, dann hat man halt einen freien Zeitraum Ja. für sich oder für was anderes. Oder für Aber Pause zum ja, Beispiel. genau, ja. Aber da wirklich lernen, ja, leichter und weicher und sanfter mit sich umzugehen und nicht diesen ganzen Tag so zusammenzudrücken und zu gucken, wie kann ich ihn noch mehr optimieren. Und am Ende des Tages sich dann ja, dafür selbst beschimpfen, es nicht geschafft zu haben. Ja, Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Das ist ja genau. echt ein wertvolles Gefühl, ja. Also. Ja, das ist schon gut. Und ich sage einmal, was auch so ganz klasse ist, das weiß ich vom Bullet Journaling her, dass du so eine Liste hast, wirklich mit Dingen, die du dann machst, wenn du einmal nicht weißt, was zu machen ist. Was sagst, okay, ich bin keine Ahnung, was ich heute machen soll. Dann schaue ich mir meine Listen an und sagst, ah ja, cool, das war, bracht man unter oder dies oder jenes. Dass man auch sowas hat, ja, Ja. weil es passiert relativ selten, dass man nicht weiß, was man machen soll. Du Ja, hast aber gerade manchmal. zuerst zwar so schöne Sätze dahergebracht, gell? Wie man so seine, sag ich mal, nicht geschafften Dinge vielleicht ein bisschen gnädiger betrachten kann. Vielleicht magst du uns die noch so Ja, das sind zwei sagen. so Sätze zur Reflexion. Das eine ist, was habe ich heute gelernt und wo bin ich vorangekommen? Genau. Und Ende. Also Ja. nicht weiter bohren, ja. Darum geht es gar nicht, ja. Und wirklich schauen, wenn man sich das fragt, wie man sich dabei fühlt, ja. Ja, weil das spürt man ja irgendwo auch im Körper dann, wenn man Ja. sich freut und denkt, hey, doch, ich habe ja heute das und das zum Beispiel gelernt, ja. Klar, Lernprozesse dauern manchmal langsam, aber hey, ich habe es geschafft, wow, ja. Und ich bin da einen Ja. Schritt weitergekommen, ja. Und wenn ich mir diesen Schritt erarbeitet habe und wenn das nur ein Hackerl war in irgendeinem Internetprozess, aber den habe ich gefunden, hey, super, ja. Genau. Und sie da einfach auch beschränken, gell? Nicht wieder einen halben Roman dazu zu machen, sondern einfach Richtig. sagen, okay, was sind maximal drei Sachen, die ich gelernt habe, oder ja, wo allein daraus, dass ich sage, okay, so geht es nicht. Ja. Richtig. Ist auch schon ein Lernprozess gewesen, was du sagst, okay, das funktioniert nicht. Gut, nächstes Mal ein bisschen anders da. Und da ist auch hilfreich, wir reden sie immer wieder, sie zu also seine
Workflows oder seinen Prozess aufzuschreiben, weil selbst mit Versuch und Irrtum, ja, dann vergisst man das wieder. Wenn du es irgendwann einmal nach einer gewissen Zeit wieder machst, dann denkst du, oh, wie war das jetzt nochmal? Ja, man lässt sich selber wieder in die Falle reinlaufen. Ja, also ich habe das jetzt letzte Woche gehabt. Ja, da wollte ich unbedingt ein Video per Smartphone-Video veröffentlichen. Und es hackelte einfach an der Größe und an der Übertragung, bis ich dann so plötzlich diesen Geistesblitz hatte. Genau, das Problem hatte ich schon mal und deswegen habe ich eigentlich damit, ja, deswegen habe ich es eigentlich vermieden und nur noch Videos in anderen Formaten gemacht. Ja, ich habe dann aber einen Plan B und eine Lösung dafür gefunden, ja. Und ja, es hat mich erstmal gezwirbelt und Zeit gekostet, aber jetzt habe ich den Workflow, ja. Und ich habe ihn tatsächlich dieses Mal mitgeschrieben. Es hilft, wenn Ja, man es sowas ist das. macht. Ja. Ja, und ich habe mittlerweile auch einen Ordner, wo ich die ablege, damit ich sie wiederfinde. Also das ist ja Ja, auch ein das war noch ganz wertvoller sinnvoll, Schritt. gell? Weil also mir geht es auch gelegentlich von so einem, nein, je nachdem, in welcher Stimmung dass ich bin, lege ich es einmal so ab und einmal so. Gell? Und da war es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sich vielleicht für das auch noch eine Liste macht, wo man Sachen ablegen könnte. Gell? Ja, und also ich gehöre ja eigentlich auch zu den Leuten, die gerne was per Hand mitkritzeln. Aber mittlerweile habe ich es gelernt, bei Workflows oder solchen Dingen ist es wirklich sinnvoll, das elektronisch zu schreiben. Weil es eine gute Suchfunktion gibt. Genau, Gell? weil man es Ah, wenn wiederfinden kann, ja, man es wiederfindet. selbst wenn man es jetzt nicht so konkret benannt hat, ja, aber wenn man es dann in irgendeinem Cloud-System zum Beispiel speichert, gibt es eine Suchfunktion und man findet es wieder, ja. Das stimmt schon. Genau. Ja, na gut. In diesem Sinne, ich glaube, wir sind bereit für unsere nächsten Schandtaten und wir werden uns fragen, was habe ich heute gelernt? Und was kann man weglassen, wo man nicht braucht. Und einfach da ein bisschen mit sich. Genau. Und wo bin ich weitergekommen? Wo bin Und ich wenn es nur weitergekommen? Genau. ein Babyschritt ist, jeder Genau, zählt. genau. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye, Okay, ciao. ciao.